herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Meistersprechstunde. Wir sind jetzt im Blütenkalender August und da gibt es auch sehr viel schöne Blüten zu sehen im Garten. Also wer wirklich Gelb gerne mag und Lieblingspflanze in Gelb-Orange hat, da gibt es auch sehr viele schöne Stauden, jetzt erstmal in die Sonnenrichtung, also Stauden, die mehr in der Sonne stehen. Zum Beispiel gibt es den Rudbeckia Goldsturm. Das ist einer meiner Lieblingsstauden, weil die wirklich unverwüstlich ist. Richtig so ein bisschen wie eine Sonnenblume aussieht mit einem braun-schwarzen Knopf in der Mitte und wirklich von Schmetterlingen geliebt wird. Solidago, die Strahlenkrone, auf Deutsch Goldrute, wäre zum Beispiel eine tolle Kombination zum Rudbeckia Goldsturm. Aber auch Helenium, auch wirklich so eine Herzensangelegenheit von mir. Die Sonnenbraut, da gibt es so tolle Sorten, wirklich Rauchtopas, also schon wie der Name sagt. Unglaublich schöne Farbspiele in Richtung Gelb, Orange und dann noch ein bisschen mit Braun angehaucht. Auch Kupferzwerg, der ist ein bisschen kräftiger gefärbt, also in Richtung Rot. Ganz, ganz tolle, schöne Stauden für einen Hochsommer. Auch der Liatris, die Prachtscharte, auch so ein absoluter Insektenmagnet für Schmetterlinge auch, aber auch Bienen und alles, was nützlich ist für uns. Hat so blaue Blütenkerzen, also zum Beispiel hier auch eine ganz tolle Kombination. Gelb-Blau passt immer total schön zusammen. Der Liatris Kobold, den finde ich jetzt persönlich sehr schön, weil er etwas niedriger ist und eine Unzahl von Blüten bildet. Die Scabiose wäre auch jetzt eine ganz tolle Kombinationspflanze zu Rudbeckia oder Helenium. Die hat lange Triebe und da spielen wirklich die Blüten in oberen Etage in Richtung Fliederblau, als wenn die da drüber schweben. Das sieht sehr hübsch aus. Dann jetzt für den Schattenbereich, also wenn man ein schattiges Plätzchen im Garten hat, dürfte auf jeden Fall die Cimicifuga, das ist die Silberkerze, die sollte auf keinen Fall fehlen. Die gibt es sogar in rotlaubig, aber auch in grünlaubig und hat solche weißen, aufrechten Blütenkerzen. Hier vorne habe ich schon eine Auswahl von Herbstanemonen, die sollte auf gar keinen Fall fehlen, die Herbstanemone in einem halbschatten bis schattigen Garten. Hier zum Beispiel in meinem Garten die Robustissima. Ich habe aber auch hier die Königin Charlotte, die finde ich wunderschön, weil sie so halb gefüllt ist. Precox sieht nicht nur von vorne hübsch aus, auch wenn man die Rückseite sich anguckt, hat so ganz tolle verschiedene Rosatöne mit Purpur gemischt und ein gelbes Auge in der Mitte. Die Vergesellschaftung wäre hier optimal mit Gräsern. Dazu habe ich auch noch einen Tipp, da habe ich schon ein Video, mein Gräserspezial, da vielleicht mal reingucken. Also hier meine Herbstanemonen, ganz toll zum Beispiel mit Miscanthus, Gracilimus oder kleine Silberspinne zu kombinieren. Dann sind wir schon bei den Gehölzen angelangt, bei den Sträuchern, zum Beispiel der Ceonotus Marie Simon, das ist die rosafarbige Säckelblume, finde ich auch wunderschön, weil sie so ganz duftig, ganz leichte Blüten hat und natürlich wieder in meinem Lieblingston Rosa, auch wirklich eine ganz tolle Pflanze. Perovskia, zum Beispiel die Sorte Blue Spire, ist die Blauraute, auch wieder eine tolle Kombination zu anderen Stauden, egal ob rosa oder gelb. Ein Klassiker, der total beliebt ist, war mal in Vergessenheit geraten, hat aber jetzt wirklich wieder so eine Hochsaison. Die Hydrangea Makrophylla, also das ist die richtige Bauernhortensie. Da gibt es einmal diese ganz kugeligen, runden Blütenbälle, aber auch Tellerhortensien. Je nach Geschmack ist da eigentlich auch für jeden was dabei, in den Farben Rot oder Rosa. Gibt es sogar auch in Blau, da könnte man auch immer noch ein bisschen nachhelfen mit einem Alaundünger, dass man halt die intensive blaue Farbe jedes Jahr wieder behält. Es gibt aber auch den Hydrangea paniculata, also die Rispenhortensie, finde ich total toll, weil die mag auch eher, ich sag mal, im Halbschatten oder eher sonnig stehen. Makrophylla im Vergleich eher
im schattigen Bereich, weil Makrophyller bekommt leicht Sonnenbrand. Das kann man daran sehen, dass die Blätter recht fleischig sind und sehr viel Wassergehalt hat. Und wenn dann natürlich ein Blatt mit hohem Wasseranteil die Sonne direkt drauf steht, dann bekommt das so silbrigen Schatten. Dann sieht man, aha, die steht zu sonnig. Das ist halt bei Hydrangea Makrophylla zu beachten, die mehr schattig. Und Paniculata, die Rispenhortensie, kann eher sonnig stellen. Meine Lieblinge sind da Pinky Winky, wie soll es anders sein, wieder ein bisschen in rosa-weiß, die auch zum Teil richtig purpurfarbig wird im Oktober. Also die blüht echt lange von Juni, Juli, August, September, fast bis in den Oktober hinein. Wenn man lieber die hellen Töne mag, sogar ein bisschen ins, ja, Lemon Green, also der Limelight ist so ein bisschen grünlich und wird über Creme Weiß zum Herbst wieder so ein bisschen limonenfarbig. Wenn das zu groß ist, weil die wären schon so an die 2 Meter hoch, gibt es die auch noch in Miniaturform. Das wäre dann zum Beispiel Bobo oder die Little Lime. Wer eine wirklich besondere Pflanze in seinen Garten möchte, total schön zu Rhododendron und so Azaleen, wäre die Stevatia Pseudocamellia. Wirklich habe ich auch in meinem Garten, hat eine ganz tolle Blüte spät, jetzt also im Blütenkalender August. Und hat noch wirklich eine sensationell knallig-orange Herbstfärbung. Was im August natürlich nicht fehlen darf, ist der Hibiskus. Hier habe ich einen lilafarbigen, aber es gibt da unglaublich verschiedene Farben, in Blau, in Weiß, sogar mit so einem roten Auge. Es gibt auch, das ist jetzt ein ungefüllter, es gibt auch mittlerweile die Chiffon-Reihe, das ist so ein bisschen in die gefüllte Richtung. Ich persönlich, ist aber meine ganz persönliche Meinung, finde die klassische Form am schönsten, also die ungefüllte, weil bei den gefüllten das oftmals passieren kann, wenn man einen regenreichen Sommer hatte, dass die Blüten verkleben, und das passiert natürlich bei dem ungefüllten Hibiskus nicht. Und er hat halt die ganz typische Hibiskusform. Ich finde das wichtig, einfach, das ist aber auch eine Geschmackssache. Dann ein Baum, der im August blüht, gehört zu den Klimabäumen. Das ist der Choeroltheria paniculata. Was ist ein Klimabaum? Klimabäume sind Überlebenskünstler. Also wir haben ja den Klimawandel und da gibt es Sommer, die extrem heiß und trocken sind. Die trotzen diesen extremen Witterungsbedingungen und sind auch sogar tolerant dem Stadtklima. Da gibt es unglaublich viele Schwierigkeiten für einen Baum. Die Asphaltschicht um ihn herum, die heizt sich im Sommer auf und gibt über Nacht auch die Hitze in den Boden ab. Also da kann das auch mal zu seinen Füßen recht heiß werden. Dann gibt es trockene und heiße Sommer. Dann gibt es auch starke Regenfälle, so ein Gewitter zum Beispiel, das in kürzester Zeit viele, viele Liter Wasser auf den Boden prasseln. Und das ist ein Klimabaum, und der Choeroltheria paniculata ist ein ganz, ganz toller, robuster Klimabaum. Sehr interessante Früchte, und die so ähnlich wie so Lampions aussehen. Also ein ganz, ganz toller Klimabaum. Ich hoffe, dass ich ein bisschen einen Einblick geben konnte, was im August so blüht, was im Garten oder vielleicht später vielleicht mal gepflanzt ins Beet passt. Reinzusetzen, auch Kombinationen in Richtung Stauden, auch ein Baum, den Klimabaum im August. Wenn Fragen dazu auftreten, gern an die meistersprechstunde@pflanzmich.de oder in die Kommentare schreiben. Wenn euch der Kanal gefallen hat, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr den abonnieren würdet. Bis dahin eine schöne Gartenzeit! Musik